Freitag, der 30. August. Ich begrüße Sie recht herzlich zum Regionalmagazin, so kurz vor dem Wochenende. Natürlich haben wir heute wieder einiges für Sie in der Sendung vorbereitet. Social Day. Initiatoren stellten ein Projekt auf der Saline-Insel vor. Dachsanierung. Salzlandmuseum forderte finanzielle Unterstützung. Und Jubiläum. Historisches Bauhausfoto wurde nachgestellt. Zuerst geht es in das Salzlandmuseum nach Salzelmen. Denn dort traf man sich, um über die geplante Dachsanierung des Museums zu sprechen. Schönebeck wandelt sich und seine Geschichte schreitet voran. So geht es auch dem Salzlandmuseum auf dem Marktplatz in Bad Salzelmen, welches in einem prächtigen Renaissancebau sein Zuhause hat. Mit der Zeit hat sich das Museum im Inneren sehr verändert. Es ist nicht mehr das alte Kreismuseum, das von der Urgeschichte an erzählt, sondern man hat sich nun auf die Hauptthemen des Landkreises konzentriert und informiert detailliert und im modernen Stil über die Salzgeschichte, die Binnenschifffahrt und seit 2016 auch über das Ringheiligtum. Eine große Sanierung der Dächer des Gebäudes ist der nächste große Schritt. Was genau zu tun ist, erklärt uns die Leiterin des Salzlandmuseums, Petra Koch. Also wir haben mit Unterstützung des Salzlandkreises, des Landes Sachsen-Anhalt und unseres Fördervereines von 2012 bis 2016 das Innere des Hauses komplett umgekrempelt. Es gibt ein komplett neues Konzept. Nicht mehr ein altes Kreismuseum von der Urgeschichte bis zur Gegenwart, sondern man hat sich auf die Hauptthemen des Landkreises konzentriert. Aber das Äußere des Gebäudes ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und wir wissen eigentlich, dass unsere Dächer seit Jahren so ein bisschen schon Sanierungsstau haben. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir eben die einzelnen Dächer der drei Häuser im Grunde genommen Stück für Stück saniert bekommen. Aber mit der absoluten Priorität Vorderhaus und Turm. Schnelles Handeln ist erforderlich. Wie groß die Schäden an Dach und Turm sind, kann nur vermutet werden. Eingedrungenes Wasser und morsches Holz stellen ein hohes Sicherheitsrisiko dar, gegen das nun vorgegangen werden muss. Sie muss jetzt zügig durchgeführt werden, weil zum einen eben die Sicherheit der Dächer oder die Dichtheit der Dächer zunehmend nachlässt und aber eben vor allem die Gefahr vom Turm ausgeht. Und wir eben im Inneren des Dachstuhles nicht wissen, wie weit das Holz da befallen ist, welche Schäden sind da, werden wir vorfinden. Es ist von Wassereindringen gesprochen worden, wo man auch nicht genau weiß, wo das Wasser dann lang ist und wie weit da die Schäden am Holz sind. Es sind einzelne Holzteile hinuntergefallen. Man hat mit Netzen versucht, das abzufangen. Also es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, aber es ist eben Sanierungsbedarf da. Neben des enormen Aufwands der Sanierung gibt es noch eine weitere Hürde. Eine denkmalgerechte Sanierung ist ein sehr kostspieliger Prozess, der eine gute Planung voraussetzt. Woher die benötigten Mittel stammen sollen, erklärt Petra Koch. Wir haben hier ein Einzeldenkmal, es muss also denkmalgerecht auch saniert werden. Das Salzlandmuseum ist in Trägerschaft des Salzlandkreises. Die Mittel des Landkreises sind begrenzt und die Fördertöpfe unbedingt nicht überall gefüllt, sodass man sehen muss, wo wir als Landkreis eben Zuschüsse finanzieller Art dazu bekommen. Also dass man versucht mit Eigenmitteln, aber mit Unterstützung des Landes oder auch mit Lotto-Toto-Mitteln oder auch von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung einfach noch finanzielle Mittel eruiert, damit im Endeffekt hier auch fachgerecht und denkmalgerecht saniert werden kann. Und ein weiteres Projekt wurde auf der Saline-Insel vorgestellt, denn dort traf man sich, um den Social Day 2019 zu besprechen. Der Social Day ist eine Initiative der Deutschen Bank in Zusammenarbeit mit der Zürich-Versicherung, die dazu gedacht ist, Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich ehrenamtlich zu engagieren. Am vergangenen Mittwoch wurde der Social Day verbunden mit einem speziellen Projekt auf der Saline-Insel vorgestellt. Hier in Schönebeck wurde dieser Aktionstag das erste Mal im Jahr 2015 auf der Saline-Insel durchgeführt. Und in diesem Jahr ist er für den 4. September ab 9 Uhr geplant. Also der Social Day hat er gesagt, seit 2015. Wir als Zürich unterstützen das, machen das mit ihm, mit der Deutschen Bank seit vielen Jahren gemeinsam. Wir werden auch dieses Jahr wieder auf der Saline-Insel ein bisschen aufräumen, sauber machen. Wir wollen Bäume pflanzen und das ganze Projekt finanziell wie auch mit Manpower unterstützen. Wir wollen die Insel attraktiver machen, den Wohlstandsmüll der anderen wieder beseitigen
und hoffen damit, die Medienpräsentation hier mehr herzukriegen, dass die Leute es auch mehr nutzen, weil viele aus Schönebeck gehen eigentlich achtlos vorbei, obwohl es ja so günstig über den Salzblumenplatz und Weltrad zu erreichen ist. Und wir suchen noch Unterstützer für den Social Day als auch für Baumpatenschaften in Form von Spenden, dass Bäume herkommen. Nun ist finanzielle und tatkräftige Unterstützung gefragt. Eine Baumpatenschaft bedeutet nicht nur eine Spende, sondern insbesondere auch die Pflege des Baumes. Wenn man Baumpate werden möchte, kann man dies mit der Stadt absprechen, welche die Bäume zur Verfügung stellen würde. Alle Schönebecker Bürger dürfen sich angesprochen fühlen, mitzuhelfen, neue Bäume zu pflanzen, aber vor allem auch den Erhalt der vorhandenen Bäume zu bewerkstelligen. Bringen Sie einen Eimer Wasser mit und gießen Sie einen Baum Ihrer Wahl, damit der Schattenspender und CO2-Umwandler den Sommer überlebt. Und von der Salininsel geht es jetzt zu den Kurznachrichten. Aktuelle Ergebnisse vom Kegeln und auch Bauarbeiten, das alles sehen Sie jetzt. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Am Samstag, den 24. August, trafen die KK Eintracht 92 Bernburg und die Union 1861 Schönebeck zur Austragung des Viertelfinales des diesjährigen Kegel-Kreispokals hier in Schönebeck aufeinander. Die Schönebecker spielten souverän und holten sich mit 8:0 und 3491 zu 3198 Kegeln den Sieg. Damit reisen sie am kommenden Samstag zum SV Salzland nach Staßfurt zum Halbfinale. Sachsen-Anhalts Landesregierung möchte auch 2020 Alters- und Ehejubilaren gratulieren und der Salzlandkreis bittet deshalb Bürgerinnen und Bürger, die im kommenden Jahr vor einem besonderen Jubiläum stehen, sich zu melden. Das betrifft jene, die 2020 das 100. Lebensjahr vollenden oder nachfolgende Geburtstage haben. Außerdem betrifft es Eheleute, die in den Jahren 1970, 60, 55, 50 und 45 geheiratet haben. Bitte melden Sie sich bis zum 30. Oktober 2019 an den Salzlandkreis FD Zentraler Service, Karlsplatz 37 in Bernburg oder telefonisch an Frau Lehm. Am Montag, dem 9. September, bietet die CDU-Stadtratsfraktion Schönebeck eine öffentliche Bürgersprechstunde in den Räumlichkeiten des CDU-Büros am Markt 15 in Schönebeck an. Von 17 Uhr bis 18.30 Uhr haben die Einwohner der Stadt die Möglichkeit, ihre Fragen und Wünsche an die CDU-Stadträte heranzutragen. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Voranmeldung unter cdusbk@gmail.com oder telefonisch gebeten. Enrika, Ralili, Patrick und Tobias vom CVJM Schönebeck freuen sich auf eine mehrtägige Reise ab Mitte September nach Söke, der Partnerstadt Schönebecks an der türkischen Ägäisküste. Auf Einladung der türkischen Freunde nehmen sie dort neben Jugendlichen aus Schweden und Litauen an einem Jugendtreffen unter dem Titel Interkulturelle Begegnungen und Weltbürgertum teil und werden sich zum Beispiel die archäologischen Welterbestätten in Prien, Efus und Milet ansehen. Im Mittelpunkt stehen daneben die Begegnungen mit Jugendlichen aus anderen Ländern. Mit dem Besuch soll der Jugendaustausch zwischen den beiden Partnerstädten wieder in Schwung kommen. Im nächsten Jahr sollen sich dann Jugendliche aus Schweden, Litauen und der Türkei in Schönebeck zusammenfinden. Zu einer Vollsperrung des Straßenverkehrs kommt es vom 9. bis zum 23. September diesen Jahres im Bereich der Hausnummer 2 bis 4 der Herderstraße in Schönebeck. Grund dafür sind die Arbeiten für einen Hauptanschluss für Fernwärme. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Wegen des Wohngebietsfestes wird die Schulstraße im Schönebecker Stadtteil Felgeleben vom 26. August bis zum 2. September 2019 gesperrt. Es wird um Verständnis gebeten. Ab dem 26. August wird die Welsleberbrücke wegen aufwendiger Sanierungsarbeiten bis voraussichtlich Mitte November für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Auch der Fußgängerverkehr wird eingeschränkt sein und teilweise ebenfalls voll gesperrt. Es wird um Verständnis und Beachtung gebeten. Kennen Sie Ihre Stadt und Ihre Wirtschaft? Mit einem Tag des offenen Unternehmens unter dem Motto Türen auf und reingeschaut am 28. September von 10 bis 16 Uhr möchten der Schönebecker Wirtschaftsrat und die städtische Wirtschaftsförderung Bürgerinnen und Bürger mit der einheimischen Wirtschaftsvielfalt und Kraft vertrauter machen. Knapp 20 Unternehmen haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.
Weitere sind hiermit dazu aufgerufen, sich beim Wirtschaftsrat für den Tag des offenen Unternehmens anzumelden unter 03928 42 13 20 oder per E-Mail unter info@bap-edelstahl.de. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Im nächsten Beitrag geht es wieder um das Jubiläum 100 Jahre Bauhaus und dieses Mal wird das historische Bauhausfoto nachgestellt. Am Montagmorgen lud eine spektakuläre Fotoaktion ins Bauhaus. 1930 entstand vor der Kantine des Bauhauses ein Bild von 10 Bauhausschülern. 2019, ganze 89 Jahre später, wurde das historische Foto nachgestellt. Statt Studenten haben sich für das neue Foto Schauspieler, Unternehmer und Influencer zur Verfügung gestellt. Die Idee des Landes Sachsen-Anhalt war, dass man sozusagen das einmal nachstellt, aber natürlich mit Akteuren der heutigen Zeit. Da sind ganz junge Leute dabei, die noch sozusagen am Anfang ihrer Karriere stehen. Da sind auch etabliertere Vertreter von Institutionen dabei. Das ist eigentlich eine bunte Mischung, was ganz schön ist und was auch, glaube ich, die kulturelle Landschaft des Landes Sachsen-Anhalt sehr schön repräsentiert. Die historische Fotovorlage soll am Eröffnungstag des Bauhauses in Dessau entstanden sein. Sie zeigt Bauhausstudenten, die unbeschwert auf der Balustrade eines Balkons des Bauhauses sitzen und sprichwörtlich die Seele baumeln lassen. Wir haben uns bei der Auswahl sehr schwer getan, haben gedacht, okay, wen können wir nehmen, wer steht für Sachsen-Anhalt, für ein modernes Sachsen-Anhalt und haben dann die Protagonisten unserer modernen Deckenkampagne genommen, dann natürlich Thomas Kretschmann als gebürtigen Dessauer mit einer hohen Verwurzelung auch in Sachsen-Anhalt und einer hohen Bauhausaffinität, den haben wir genommen. Wir haben, wie gesagt, Start-ups, wir haben Unternehmer genommen, die erfolgreich in Sachsen-Anhalt sind und den Gedanken des modernen Denkens transportieren, also unsere Werbeträger in dem Sinne. Und natürlich ist Frau Dr. Perrin als Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau gesetzt gewesen, ebenso wie der Architekt des Bauhausmuseums. Und ich denke, wir haben eine gute Mischung. Sachsen-Anhalt feiert das 100-jährige Bauhausjubiläum mit dieser besonderen Aktion. Ziel sei es, darauf aufmerksam zu machen, dass das Bauhausland auch heute noch ein Ort der Innovation ist. Auch Ministerpräsident Rainer Haseloff ist erfreut über diese Aktion und besonders über die Teilnehmer, wie etwa Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann oder Bauhausmuseum-Architekt Roberto González. Wir wollen einfach klar machen, dass die Baulichkeiten, diese Ikone der klassischen Moderne, nämlich das Bauhaus selber, immer noch real da ist und schöner denn je ist. Mit den Meisterhäusern und vielen anderen Angeboten zeigen wir, dass das Bauhaus hier wirklich dauerhaft Spuren hinterlassen hat in Dessau und in Sachsen-Anhalt. Auf der anderen Seite nutzt es nichts, dass wir das museal bewahren, sondern wir müssen neue Impulse für unsere heutige Gesellschaft im 21. Jahrhundert aussenden. Und die Stiftungsarbeit ist genau darauf konzentriert, dieses zu tun mit Studentinnen und Studenten aus aller Welt, mit den Fachleuten aus der Architektur und aus dem Handwerk, die hier ansetzen wollen und die Ursprünge erkennen wollen. Und es geht auch darum, dass wir mit den Personen, die wir genauso wieder wie vor 100 Jahren bei der Eröffnung dort auf dem Foto gesehen haben, zeigen, dass es heute wieder sehr, sehr erfolgreiche junge Personen gibt, die anknüpfen an die Ideen des Bauhauses und versuchen, die Gesellschaft heute genauso nachhaltig zu unterstützen bzw. zu entwickeln. Das 100-jährige Bauhausjubiläum wird 2019 vor allem in Sachsen-Anhalt, aber auch in ganz Deutschland und der Welt groß gefeiert. Das war der erste Teil vom Regionalmagazin heute am Freitag, den 30. August. Aber bleiben Sie dran, es warten noch viele weitere Informationen auf Sie. Bis gleich. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrose erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten.
Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht Wurscht ist, wo man Wurst isst. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Das Steakhouse Los Gauchos in Schönebeck veranstaltete am 10. August 2019 ein Reopening. Nach Renovierung hat das Restaurant seit dem 1. August 2019 wieder geöffnet und serviert argentinische Spezialitäten und Grillfleisch. Für die Wiedereröffnungsfeier wurde ins moderne und stilvoll eingerichtete Restaurant eingeladen, um die vielfältige Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten, Samba-Tanzaufführungen und ein Glas Sekt zu genießen. Das Lokal können Sie im Stadtpark Schönebeck, Friedrichstraße 104 zu den Öffnungszeiten Montag und Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 14.30 Uhr und von 17.30 Uhr bis 22 Uhr besuchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.los-gauchos-sbk.de. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Die Fleischerei Bernau aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere aktuellen Angebote: Eisbein 100 Gramm zu 35 Cent, Schweineleber 100 Gramm zu 30 Cent, große Gläser alle Sorten, das Stück 2 Euro und Bauchfleisch 100 Gramm zu 45 Cent. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen? Persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm.
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zum Regionalmagazin heute am Freitag, den 30. August. Alle Teilnehmer des Mediums der Woche-Aktion jetzt aufgepasst, denn wir geben die Gewinner bekannt. Ich sage herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt ihre Namen unten eingeblendet sehen. Ihr Gewinn wartet dann ab Montag hier in der Bahnhofstraße 5 auf Sie. Ein neues Medium der Woche steht aber schon bereit und worum es sich dabei handelt, das sehen Sie jetzt. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Ich will immer wieder neue Sterne sehen, immer wieder mit dir tanzen gehen. Wer Helene Fischer einmal auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass die Schlagerqueen jedes Mal ein wahres Live-Spektakel abliefert. Herzbeben, 2019 gibt es einen neuen Beweis für ihre Bühnenqualitäten. Alle Highlights gibt es jetzt auf der Doppel-CD, die Stadion-Tour live. Du bist ein Phänomen. Du kannst die Erde drehen. Der Name verrät, die Mitschnitte stammen von ihrer großen Stadion-Tournee im vergangenen Jahr. Mit dabei sind Hits wie Phänomen, Achterbahn, Herzbeben und natürlich Atemlos durch die Nacht. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Das also die neue CD, Ihre Gewinnchance dann ab Montag. Und damit geht's jetzt weiter zu den aktuellen Veranstaltungshinweisen. Unter anderem lädt der Tierschutzverein zum Flohmarkt ein. Am 30. und am 31. August findet in Felgeleben das 12. Wohngebietsfest Felgeleben Sachsenland statt. Veranstaltungsbeginn ist am Freitag um 16 Uhr und am Samstag um 10 Uhr an der Freiwilligen Feuerwehr Felgeleben. Es warten die Jugendfeuerwehr, Kindertattoos, eine Schießbude und Fahrgeschäfte auf Sie, sowie das traditionelle Fußballspiel Felgeleben gegen Sachsenland am Samstag um 11 Uhr. Höhepunkt bietet am Samstagabend die Liveband Pan, Blasmusik des Felgeleber Karnevalsvereins und ein abschließendes Feuerwerk. Versorgt werden Sie vom Daumenschmaus Catering und Dirk Schettlow. Im Spätsommer lädt die Gartentherapeutin Joanna Oben auf zu einem neuen abendlichen Erlebnisgarten in den Kunsthofgarten ein. Am 2. September bietet sie im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe Abendlicher Erlebnisgarten ab 19 Uhr einen kleinen Workshop an. Bei diesem Termin dreht sich alles um das nahende Ende des Sommers. Interessierte Gäste lernen hier alles über das Samensammeln. Treffpunkt ist der Eingang zum Gartenbereich des Kunsthofes am Hexenhügel. Die Veranstaltung dauert circa eine Stunde und der Eintritt beträgt 5 Euro pro Person. Der Solepark Schönebeck-Bad Salzelmen lädt am Freitag, den 6. September, alle Interessierten zum nächsten Rundgang Gradierwerk am Abend ein. Die Besichtigung beginnt um 20 Uhr am Kunsthof Bad Salzelmen. Nach einem Einblick in die Geschichte und Nutzung des Gradierwerks krönt der anschließende Aufstieg den abendlichen Rundgang. Die Erdgasmittel Sachsen GmbH macht mit ihrem Kultkino auch dieses Jahr wieder im Kurpark in Schönebeck Station. Gezeigt wird am Freitag, den 6. September, Mamma Mia, Here We Go Again. Der Film dreht sich rund um die schwedische Kultband ABBA. Beginn ist um 20.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl der Kinogänger ist gesorgt.
Am Samstag, den 7. September 2019, veranstaltet der Tierschutzverein Salzlandkreis einen Flohmarkt für den guten Zweck. Der Verein verkauft Spenden und veranstaltet eine Tombola, deren Erlöse zu 100% den Tieren des Tierschutzvereins zugutekommen. Die Flohmärkte finden immer am ersten Samstag eines Monats statt und beginnen um 9 Uhr hinter der Greenline-Tankstelle in Schönebeck. Am 7. September startet das Beulenfest 2019 in der Saalestadt Kalbe. Die Kalbenser Handelsgesellschaft, die Agrargenossenschaft Kalbe und der Beulenverein haben ein interessantes Programm für Jung und Alt auf die Beine gestellt. Ein Kinderprogramm, eine Modenschau, ein Beulenschälwettbewerb, Live-Musik von der Magdeburger Band Einzig und Artig und die Krönung der Beulenkönigin sollen für Stimmung sorgen. Der Eintritt ist frei und Beginn ist auf dem Kalbenser Marktplatz ab dem frühen Vormittag. Zum Auftakt der Spielzeit 2019-2020 präsentiert sich die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie Schönebeck unter Leitung ihres neuen Chefdirigenten und musikalischen Leiters Jan-Michael Horstmann am 7. September zu einem besonderen Musikerlebnis im Ringheiligtum Pömmelte. Die ersten Töne erklingen um 17 Uhr. Eintrittskarten sind ab 16 Uhr an der Tageskasse oder unter www.mitteldeutsche-kammerphilharmonie.de erhältlich. Deutschlands erfolgreichster Boxtrainer Uli Wegner gibt gemeinsam mit seinem Co-Autor Andreas Lorenz eine Lesung aus seinem Buch Mein Leben in 13 Runden. Die Veranstaltung findet am 7. September ab 18 Uhr im Galeriesaal des Salzlandmuseums in Schönebeck bei Salzelmen statt. Der Eintrittspreis pro Person beträgt 10 Euro. Am Samstag, den 7. September 2019, lädt Dieter Schüler zur Eröffnung seiner Ausstellung »Das Leben ist ein Malkasten« in das soziokulturelle Zentrum Treff in Schönebeck ein. Einlass ist um 17 Uhr und neben den Werken Dieter Schülers wartet eine musikalische Begleitung von Lisa Schüler auf sie. Der Kleingartenverein Flora lädt am 7. und 8. September 2019 zur fröhlichen Kleingartenausstellung ein. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 9.30 Uhr auf der Festwiese in der Kleingartenanlage Flora in Schönebeck. Es werden Attraktionen und Aktivitäten wie beispielsweise Hüpfburg, Angeln, Tombola, Flohmarkt ohne Standgebühr, Bauchtanz und Blasmusik geboten. Weitere Informationen finden Sie unter www.gartenfreunde-sbk.de. Der Lions Club Schönebeck-Bad Salzelmen lädt am 8. September 2019 in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zum dritten Bürgerfrühstück im Kunsthof des Kurparks. Für eine Spende in Höhe von 100 Euro bekommt man einen Tisch mit bis zu 8 Plätzen, die beliebig von Ihnen besetzt werden dürfen. Ob Sie sich nun bei den Mitarbeitern Ihres Unternehmens oder Ehrenamtlichen bedanken oder einfach nur einen schönen Tag mit Ihrer Familie verbringen möchten, liegt bei Ihnen. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 20. August per E-Mail unter info@lions-schönebeck.de. Der größte Teil des Erlöses kommt der Weihnachtstafel der Lions zugute. Beim nächsten Kurkonzert am 8. September um 15 Uhr können sich die Besucher auf einen Auftritt von und mit dem Jazz-Syndikat freuen. Stimmungsvolle Jazzklänge, dargeboten auf verschiedenen Blasinstrumenten, werden an diesem Sonntag durch den Kurpark strömen. Dieses und noch 3 weitere Kurkonzerte stehen auf dem Veranstaltungskalender dieser Kurkonzertsaison. Alle Kurkonzerte finden sonntags ab 15 Uhr auf der Kurparkbühne statt. Der Eintritt ist frei. Mit Haube, Rock und Schürze steht sie da und erwartet ihre Gäste. Isolde Hochschilling im Kostüm der fiktiven Figur Salzline. Diese kurzweilige Gästeführung nimmt interessierte Bewohner und Gäste der Stadt am 9. September ab 16 Uhr ein weiteres Mal mit durch die Straßenzüge Bad Salzelms. Dabei weiß Salzline von allerlei Menschlichem und Zwischenmenschlichem zu berichten. Die Tour findet in den Monaten April bis September jeweils einmal im Monat am Montag statt. Sie beginnt dabei am Treffpunkt vor der Reha-Klinik. Für die Teilnahme ist keine Voranmeldung erforderlich und die Tour dauert circa 1,5 Stunden.
Vom 12. bis zum 15. September findet in Großmühlingen der 190. Pflaumenkuchenmarkt statt. Ein kunterbuntes Programm mit Live-Musik, Schaustellern, einem Fackelumzug und Frühshoppen erwarten die Gäste. Los geht's am Donnerstag um 18 Uhr mit dem 8. Pflaumenkuchenmarktlauf und der feierlichen Eröffnung des Festes durch die Schausteller am Freitag um 16 Uhr. Große Highlights sind die große Zeltparty mit der Band Tänzchentee am Freitagabend und die Schlagerparty mit der Partyband Let's Dance am Samstagabend. Ganztägig gibt es Pflaumenkuchen und Kaffee im Festzelt und bei der Bäckerei Wegener zu erwerben. Am Samstag, den 14. September, feiert die Ortsfeuerwehr Gommern ihr 120-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass veranstaltet die Feuerwehr ein großes öffentliches Fest mit Vorführung der Feuerwehr, Informationsständen und Aktionen sowie diversen Angeboten für Groß und Klein, wie zum Beispiel einer Hüpfburg, einem ausgiebigen Programm auf der Showbühne und einem Seifenkistenrennen. Wer am Seifenkistenrennen teilnehmen möchte, wird im Vorfeld gebeten, sich unter www.feuerwehr-gommern.de zu informieren und anzumelden. Beginn des Jubiläumsfestes ist um 10 Uhr an der Feuerwehr Gommern. Am Sonntag, den 15. September 2019, startet die 4. Auflage der Cycle-Tour am Schlosspark in Braunschweig. Von Braunschweig über Schönigen bis nach Magdeburg führt die 100 Kilometer lange Strecke durch die Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Mehr als 20 Ortschaften werden die Teilnehmer des Radrennens und der Radtour durchfahren, bevor sie das Ziel auf dem Domplatz in Magdeburg erreichen. Das Radrennen startet um 8.30 Uhr am Schlosspark in Braunschweig und wird unter polizeilicher Begleitung bis zum Ortsausgang Mascherode gefahren. Die Radtour beginnt um 9 Uhr ebenfalls auf dem Schlosspark und wird in Verbänden von jeweils 100 Sportlern gefahren. Um 10.30 Uhr beginnt in Schönigen nach ausgiebiger Verpflegung die Halbdistanz. Bis zum 1. September können sich Interessierte noch unter www.cycletour.de anmelden. Höhepunkt der Tour ist das Familien- und Fahrradfest auf dem Magdeburger Domplatz. Am Sonntag, den 15. September, lädt die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie anlässlich des 20. Geburtstages des Solepark zur sommerlichen Serenade auf der Kurparkbühne ein. An diesem Nachmittag können sich Freunde klassischer Klänge auf Stücke von Mozart, Haydn oder Strauss freuen. Der Eintritt ist frei und Beginn ist um 15 Uhr. Am Freitag, den 20. September, lädt der Bestsellerautor Wladimir Kaminer zur Vorlesung aus seinem aktuellen Buch Der Kreuzfahrer in den Dr. Tollbeck-Saal in Schönebeck ein. Um 19.30 Uhr begibt sich Kaminer mit seinem Publikum auf eine garantiert lustige und unterhaltsame Seefahrt. Karten gibt es ab sofort bei der Stadtinformation in Schönebeck und für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter gerne telefonisch zur Verfügung. Am Sonntag, den 22. September, findet der bereits 7. Schönebecker Dreibrückenlauf statt. Der Lauf führt über die Elbauenbrücke, die alte Elbbrücke und die Salinebrücke, wobei sich der Start und das Ziel auf der Salineinsel befinden. Die Organisation übernimmt der Union 1861 Schönebeck e.V. und der Elbuferförderverein Schönebeck. Interessierte können sich gerne noch zur Teilnahme anmelden. Auch Kinder bis zu 11 Jahren können dieses Jahr wieder am Bambini-Lauf teilnehmen. Die Anmeldung erfolgt unter www.3-brücken-lauf.de. Und auch in der heutigen Freitagssendung begleiten wir wieder Maklerinnen der städtischen Wohnungsbau GmbH bei der Arbeit. Dieses Mal geht es in die Moskauer Straße, denn dort suchen Mutter und Sohn nach einer passenden Wohnung. Es ist Dienstagvormittag und zahlreiche Außentermine stehen für die Maklerin der städtischen Wohnungsbau GmbH, Anna Breitkopf, auf dem Plan. Den Anfang machen an diesem Tag Frau Dr. Hochgräfe und ihr Sohn Vincent.
Immerhin soll der Sohnemann anfangen, auf eigenen Füßen zu stehen. Eine erste eigene Wohnung ist ein Schritt in die richtige Richtung. Mein Sohn soll jetzt lernen, selbstständig zu werden und eine eigene kleine Wohnung ist da, denke ich, genau das Richtige für ihn. Und allzu weit von zu Hause weg ist er dann ja auch nicht. Die zu besichtigende Wohnung befindet sich in der Moskauer Straße, im Wohngebiet Friedrichstraße Süd, wo die SWB-Maklerin bereits erwartet wird. Bei dem nun folgenden Termin treffe ich mich mit der Frau Dr. Hochgräfe und ihrem Sohn. Frau Dr. Hochgräfe rief mich an und sagte, sie sucht wohl eine kleinere Wohnung für ihren Jungen als Erstwohnung. Und jetzt zeige ich ihrem Junior eine knapp 30 Quadratmeter große Wohnung, die wir frisch saniert haben. Hallo. Breitkopf, hallo. Wir haben telefoniert. Wir haben telefoniert. Sehr schön. Das ist mein Sohn Vincent. Breitkopf, hallo. Um ihn geht's heute. Um ihn geht's, für ihn ist genau. Die Wohnung. Sehr schön. Dann gehen wir doch einfach gleich mal rein. Ja. Zielstrebig geht es dann auch auf zur Besichtigung. Die Wohnung liegt im vierten Stock, mit dem vorhandenen Fahrstuhl kein Problem. Die ersten Pluspunkte sind der Maklerin hiermit sicher. Dann kommen Sie mal rein in die gute Stube. Bei dem Besichtigungsobjekt handelt es sich um eine Einraumwohnung. Frisch renoviert bietet sie mit 32 Quadratmetern Wohnfläche eine interessante Alternative zum Wohnen bei Mutti. Sie ist wärmegedämmt, isolierverglaste Fenster sorgen für ausreichend Tageslicht und auch das Badezimmer ist modernisiert und noch unbenutzt. Ein Fahrradkeller ist ebenfalls mit dabei. Der Mietpreis beträgt 257 Euro im Monat. Treten Sie einfach mal durch. Dann gehen wir gleich mal in die Küche, die befindet sich hier hinten links. Sehr schön hell hier alles. Das auf alle Fälle, ja. Und wenn die Sonne scheint, scheint es auch so richtig schön hier rein. Ja, alles vorhanden, was Sie benötigen. Ja. Geschirrspülanschluss, Herdanschlussdose, auch Steckdose für eine Dunstabzugshaube. Ich denke, hier kann man eine kleine niedliche Küchenzeile hinstellen für den Sohn. Ja, ich denke, ja, das sieht schon ganz nett aus. Kann er sich mal. Vincent, lümmel hier nicht so rum, interessier dich doch mal. Was soll die nette Frau von dir denken? Alles gut. Lassen Sie uns mal ins Wohnzimmer gucken. So, ich denke, das Wohnzimmer ist auf jeden Fall schön groß genug, um auch Couch und Bett und auch eine kleine Wohnwand unterzubringen, sodass es einrichtungstechnisch keine Probleme geben dürfte. Während sich die Mutter für die Details der Wohnung interessiert, scheint Sohn Vincent noch unbeeindruckt. Das Handy scheint für ihn wohl wichtiger zu sein. Ein Problem, was der Mutter bekannt ist. Betriebskosten liegen wir dann ca. bei 256 Euro warm. Mein Sohn ist ein eher ruhiger junger Mann und seine Lieblingsbeschäftigung ist Computerspielen und Handy, wie man ja heute leider auch gesehen hat. Aber da kann ich jetzt auch nichts dran machen. Kabelfernsehen läuft über Kabel Deutschland. Es liegt alles an, aber den Vertrag müssten Sie separat abschließen. Auch der Maklerin ist das leichte Desinteresse von Vincent nicht verborgen geblieben. Die Mutti macht einen sehr netten Eindruck, aber ihr Sohn, der Vincent, ist ziemlich ruhig und scheint auch ein wenig desinteressiert zu sein. Aber auch ein junger, ruhiger Mieter ist ein guter Mieter. Plötzlich erwacht bei Vincent dann doch das Interesse an der Wohnung. Oder genauer gesagt am Internetanschluss. Aber wo ist denn eigentlich der Internetanschluss? Der befindet sich gleich hier in der Ecke. Perfekt, dann ist das schon mal geklärt. Das ist ja echt eigentlich schon mal das Wichtigste hier. Ja, ja, Internetanschluss, damit du wieder deine Spiele spielen kannst. Und pack doch mal das Handy weg, Vincent. Also meine Mom ist manchmal ganz schön anstrengend. Sie sagt zwar, dass sie immer nur das Beste für mich möchte. Wenn sie mal ein neues Handy für mich hätte, das wäre wirklich mal was. Diese Wohnung macht für meine erste eigene einen ganz gechillten Eindruck eigentlich. Und was sind die Heizkosten davon? 82 Euro inklusive Warmwasser. Größeres Interesse zeigt dagegen Frau Dr. Hochgräfe bei den Kosten für Miete, Strom und Heizung. Gut vorbereitet und dank moderner Technik kann die Maklerin der SWB alle Fragen beantworten. Und wie ist das mit Kabelfernsehen, die Kosten? Das müssen Sie selber zahlen, da schließen Sie einen Vertrag mit Kabel Deutschland ab. Und dann gehen wir einfach mal in das noch fehlende Zimmer, das Bad. Während die beiden sich das Bad anschauen, bleibt Vincent von der Situation völlig unbeeindruckt. Vincent, kannst du jetzt bitte endlich auch mal mitkommen? Ja, frisch saniertes Bad. Dusche, Waschmaschinenanschluss ist auch vorhanden, falls Sie nicht mehr waschen möchten für den Junior. Nein. Wand-WC, Spülkasten, Unterputz, alles frisch gefliest, nagelneu.
Gefällt mir gut, sieht sehr schön renoviert aus. Ja, ist schick. Sehr schön. Schön hell. Hm. Ja. Und freundlich. Das stimmt. Genau. Dann können wir ja nochmal über den Rest im Wohnzimmer reden. Das machen wir. Die Elektroanlage ist auch frisch geprüft, genauso wie die Rauchmelder. Ja, sicher. Ja, also alles bestens für die Sicherheit. Ja, das ist wichtig. Genau. Mietbeginn wäre zum Anfang des nächsten Monats möglich, ja, wenn Sie das möchten. Ja. Und wenn Sie Interesse an der Wohnung haben, dann würde ich einfach alle Unterlagen fertig machen und dann können wir nächste Woche den Vertragsabschluss machen. Wunderbar. Also mir gefällt schon, muss ich sagen. Ja, sehr schön. Das ist ja die Hauptsache. Aber der Mama gefällt es auch. Genau, und einen Zweitschlüssel könnte ich auch bekommen. Ja, natürlich. Es gibt 3 Schlüssel zu der Wohnung und wenn der Junior einen Schlüssel abgibt, ist das natürlich kein Problem. Das ist wunderbar. Ansonsten sagt Ihnen die Wohnung zu und Sie möchten die auch haben. Ja, also ich finde die Wohnung sehr schön. Aber mir gefällt es an sich auch. Macht einen guten Eindruck. Sehr schön. Dann würde ich alle Unterlagen fertig machen und dann können wir uns nächste Woche zur Vertragsunterzeichnung treffen und dann würde ich einfach sagen, herzlich willkommen bei der SWB. Vielen Dank. Per Handschlag ist der Einzug von Vincent beschlossene Sache. Mama ist glücklich und auch bei Vincent scheint so langsam Freude aufzukommen. Und mein Junge, freust du dich? Also an sich gefällt mir die Bude eigentlich ganz gut. Ich habe hier alles in der Nähe, was ich brauche. Döner, Pommes, Pizza, alles in der Nähe. Mein Kumpel John wohnt gleich um die Ecke. Das ist so. Also mir gefällt's. Danke, Mama. Gerne. Und am Ende der Sendung warten wir immer die Wetteraussichten auf Sie. Wie das Wochenende wird, das sehen Sie jetzt. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zur letzten Wettervorschau des Monats August. Mit sonnigen Aussichten starten wir ins Wochenende. Der Samstag begrüßt uns bei 19 Grad mit viel Sonne und blauem Himmel. Im Laufe des Tages können die Temperaturen bis auf 31 Grad ansteigen und es bleibt trocken. Am Sonntag zieht sich der Himmel mit ein paar Wolken zu, ab und an kann aber auch die Sonne hervorschauen. Jedoch besteht ein Risiko von vereinzelten Schauern und wir können mit Windböen rechnen. Die Temperaturwerte liegen zwischen 21 und 31 Grad. In die neue Woche starten wir mit milderen Temperaturen. Der Montag beginnt mit 16 Grad und bringt uns wieder viel Sonne. Die Maximalwerte liegen bei 21 Grad. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein erholsames Wochenende und einen guten Start in den neuen Monat September. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Warme und sonnige Aussichten stehen uns also bevor und damit wünsche ich Ihnen ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag um 18 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Tina Bonas.